Formale Denkstörung, eingeengtes Denken. Hier geht es um die Begrenzung des inhaltlichen Denkumfangs. Die Gedanken reduzieren sich maßgeblich auf einen bestimmten Inhalt. Ein Themenwechsel fällt schwer, haften an den Themen. Also derjenige bleibt an einem Thema haften. Nicht unbedingt krankhaft, zum Beispiel beim Staatsexamen oder beim Lernen für den Heilpraktiker Psychotherapie. Ja, das war schon. Nächster Punkt.